Hey Leute, heute ist mir eine kleine Geschichte passiert und eigentlich nichts Großartiges, aber ich habe irgendwie dennoch Lust bzw. das Verlangen, danach mit euch darüber zu reden. Ich war nämlich mit Suri in der Stadt und wir waren ein bisschen einkaufen und auf dem Rückweg kamen wir so an den Bahnschienen vorbei, beziehungsweise sind da halt einfach die Schienen und dann so ein Abhang. Ihr kennt das, wenn es so in den Schienen runtergeht. Und davor stand so eine ältere Frau und hat offensichtlich irgendwas gesucht, hat versucht, mit einem Stock irgendwas zu bekommen. Dann bin ich einfach zu ihr hingegangen, habe sie dann gefragt, ob sie irgendwas verloren hatte. Dann hat sie schon so abgewunken, so nee, nur eine Pfandflasche, hatte halt auch in der rechten Hand eine Tüte voller Pfandflaschen. Und dann habe ich gesagt, ich helfe ihr, ich versuche es auch mal. Habe dann den Stock genommen, weil sie schon aufgeben wollte. Bin rangetreten, habe versucht, die rauszuangeln, kam noch eine Passantin, die angehalten ist, scheinbar eine Schülerin, vielleicht so 16, 17 Jahre alt, ich weiß es nicht genau. Hat dann auch gleich angeboten zu helfen und die Dame gleich total beschämt, so, nee, braucht ihr nicht, ihr könnt die behalten, braucht ihr nicht. Und dann habe ich es halt wirklich geschafft, mit diesem Stock diese Flasche daher zu angeln und habe sie dann der älteren Dame gegeben. Und ihr war das in dem Moment so peinlich, dass sie Flaschen sammeln muss, beziehungsweise dass sie Flaschen gesammelt hat und wir das dann halt auch noch so mitbekommen haben. Aber wir haben gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Und ich weiß nicht, in dieser Sache sind, also in diesem Moment sind so zwei Sachen passiert. Erstens habe ich irgendwie wieder ein bisschen an die Menschheit geglaubt, weil wirklich diese andere Schülerin, ich sage ja wie gesagt so 16, 17, vielleicht auch 15, ich weiß es nicht genau, die sehen heutzutage alle gleich aus, halt auch noch so freundlich angehalten hat, reagiert hat, geholfen hat und sich nicht drüber lustig gemacht hat, wie ich das erwartet hätte. Und halt auch, ja, ich fand es halt ein bisschen traurig für diese ältere Dame, dass sie halt wirklich in die Lage gekommen ist, dass sie Flaschen sammeln muss, um ihre Rente aufzubessern, weil die wirklich so gering ist, dass sie es sonst nicht schaffen wird. Und das fand ich halt irgendwie ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, es ist einfach so eine ganz kleine Geschichte, es ist überhaupt nichts passiert. Ich habe jetzt keine Heldentat verbracht oder so. Es ist nichts Aufregendes. Aber irgendwie hat mir das jetzt immer noch zu denken gegeben. Das ist irgendwie so gegen 11 Uhr passiert und jetzt ist 17:30 Uhr und ich denke irgendwie immer noch dran, wie peinlich es dieser Frau war, dass sie Pfandflaschen sammeln muss in dieser Notsituation und wie selbstverständlich das von anderen war, dass sie geholfen, dass geholfen wurde. Und ich meine, ganz viele sind natürlich auch an der Dame vorbeigegangen, haben blöd geguckt, haben irgendwie geschmunzelt, als sie da schon mit ihrem Stock versucht hat, irgendwas rauszuholen. Aber ich finde es ehrlich gesagt jetzt nicht schlimm. Ich meine, jeder kann in so eine Lage geraten, wo er kein Geld hat und wo er einfach sowas braucht. Wo er einfach Unterstützung vielleicht auch von anderen braucht und wo ihn halt so 25 Cent halt auch weiterhelfen können, wenn es sich sammelt. Und ja, ich weiß nicht. Irgendwie fand ich das jetzt so sinnbildlich für unsere Gesellschaft und ich hoffe, dass es wirklich mehr Menschen gibt in den jungen Jahren, sage ich mal, wie diese Schülerin, die dann halt auch geholfen hat. Ich klinge jetzt so alt. Nur ich muss sagen, ich habe jetzt ehrlich gesagt den Großteil unserer Jugend aufgegeben, weil sie wirklich, so wie ich es hier erlebe, über ältere, gebrechliche Leute eigentlich nur lachen, sich drüber lustig machen, wenn jemand irgendwas erlebt hat, was ihn irgendwie in Not brachte oder so. Und dass es dann halt wirklich selbstverständlich für sie war, zu helfen. Und dass sie es auch als ganz normal hingenommen hat, dass diese Dame halt diese Pfandflasche so gerne wollte. Die stand da bestimmt, bevor ich kam, schon. Ich weiß nicht, ich kam auf gerade Strecke zu. Ich habe sie da vielleicht schon 3 Minuten gesehen, wie sie geangelt hat. Von daher fand ich das einfach toll, dass halt, wie gesagt, dann noch jemand anders angehalten hat. Und ja, wie gesagt, es ist keine großartige Geschichte. Es ist jetzt nicht so, was weiß ich, YouTuber wird bedroht, geschlagen und vergewaltigt oder sonst was. Aber ich wollte es einfach mal mit euch teilen und ich würde mal gerne fragen, was ihr davon haltet. Hättet ihr auch angehalten und hättet ihr geholfen? Oder sagt ihr, es ist doch nur eine scheiß Pfandflasche, das hilft doch niemandem? Oder was hättet ihr in dieser Situation getan? Könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben, weil mich diese Geschichte wirklich ein bisschen noch gedanklich verfolgt. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu langweilig oder zu banal, aber ich wollte es einfach mal mit euch teilen. Vielen Dank fürs Zuhören.